Die Bude ist voll. Willkommen an der dritten Ausgabe des Little Bit Experience Days. Lass uns mal schauen, was die Nicht-Anwesenden verpasst haben. Let's go. Das war knapp. Doch ich wollte keine Sekunde verschwenden, um alles vom Experience Day einzufangen. Denn die Präsentation der Produkte-Highlights unserer Hersteller waren bereits im vollen Gang. Während den Networking-Pausen der Teilnehmenden gingen wir los, um die denkmalgeschützte Location des B2-Hotels genau unter die Lupe zu nehmen. Fazit: In der Suite fehlt definitiv die LG LED-Wall. Was meinst du dazu, Florian? Man will ja immer, dass die Leute auf einen selbst gucken, aber es ist natürlich schön, wenn ein LG-Produkt im Fokus aller steht. Und wir haben auch, glaube ich, gestern schon beim Aufbau mal wieder gezeigt, wie einfach das Teil ja wirklich aufzubauen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das dokumentiert habt, aber es waren ja unter 1,5 Stunden. Bei rekordverdächtigen 1,5 Stunden bleibt eben genügend Zeit für das fantastische Catering. Die Maschinenhalle der ehemaligen Brauerei war zu den modernen Lösungen unserer Hersteller ein eindrücklicher Kontrast. Es gab durchaus coole VC-Lösungen, fast so cool wie diese ehemalige Eismaschine. Diese wurde gebraucht, um das Bier zu kühlen, wie wir an der Brauereiführung erfahren durften. Auf was stoßen wir nun an? Wir stoßen auf einen erfolgreichen Little Bit Experience Day an und es war mir eine Freude, euch unser schönes Video-over-IP-Portfolio zeigen zu können, angefangen von H264-Encodern, unkomprimierte, latenzfreie Signalübertragung, Videowandlösungen, also breites Spektrum an AV-over-IP-Lösungen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Freut uns auch sehr, dass wir Teil sein durften und euch unsere neuen Commercial Books zeigen konnten. Wir haben verschiedene mitgebracht, Chrome, das Expert Book und es war ein super Tag, vielen Dank. All dies hast du verpasst, wenn du nicht dabei sein konntest. Doch keine Sorge, einen solchen Erfolg wiederholen wir nächstes Jahr gerne.